Hallo Leute und willkommen hier bei mir Uppercut zu meinem, ja ich weiß, sehr verspäteten Video zum Duji T20 Ultra. Das Unboxing ist echt schon eine ganze Weile her, aber dafür kann ich euch jetzt ein gutes Langzeit-Review liefern zu diesem echt großen Tablet. 12 Zoll Display. Ja, so sieht nochmal die Packung aus. Für diejenigen, die nicht mehr genau wissen, wie das war, ne? Ich habe hier die dunkle Farbe, die schwarze, gibt es auch in einem Grau und in einem Blau, aber zu den Farben gleich ein bisschen mehr. Nochmal hier ganz kurz der Lieferumfang. Ihr bekommt mitgeliefert ein Display. Schutzglas, was man draufpacken kann. Das ist alles andere als selbstverständlich, aber gerade auch eine sehr gute Sache für ein Tablet, das auch zum Mitnehmen prädestiniert ist, dank 4G LTE-Funktion. Da kann man eine LTE-SIM-Karte reinpacken und hat dann hier ordentlich Mobilfunk und Internet auch unterwegs. Ja, ein Case wird mitgeliefert. Jetzt nichts Besonderes, ne? So ein Wubbel-Wubbel-Silikon-Case, aber es funktioniert und man kann auch das ganze Tablet dann natürlich damit, wie man es kennt, so aufstellen. Schön, dass es dabei ist. Ich habe es relativ wenig genutzt, aber das ist so von der Qualität. Ja, schön. Erstmal mit dabei, da beschweren wir uns nicht. Dann gibt es natürlich noch hier Ladekabel, USB-A auf USB-C und noch ein entsprechendes Netzteil mit 24 Watt Ausgabeleistung. So, weg mit den ganzen Packungen, reden wir über das Tablet. Und reden wir nochmal direkt über die Farbe, schwarze Farbe. Ich habe es nicht geputzt, das Ding, und ihr seht hier überall Fettflecke, Fingerabdrücke, was sich hier alles über die letzten Monate so angesammelt hat. Ne, also deswegen eventuell nicht für schwarz entscheiden, sondern eher für blau auf schwarz. Das ist ein Fingerabdruckmagnet auf dem Aluminium hier auf der Rückseite. Wir haben hier ein Aluminium Unibody Design, was sich echt gut und wertig anfühlt, was auch einen stabilen Eindruck macht. Hier oben seht ihr den Antennenstreifen für Mobilfunk und natürlich auch für WLAN, Bluetooth, GPS. Hier ist alles mit drin, was man echt so braucht. Und ganz interessant, Hi-Res Audio. Ja, wir haben 4 Lautsprecher und zwar auf jeder Seite 2, 2, 2 und hier nochmal 2, 2. Ob die wirklich so gut klingen, wie es die Größe hier verspricht, das werde ich euch gleich nochmal erzählen. Wir gehen nochmal kurz ums Gerät rum. Hier, wie halten wir es denn? So rum ist die Frontkamera, also ist hier oben. Und auf der Oberseite haben wir einmal den Power-Button, ein Mikrofon und die Lauter-Leise-Wippe. Auch die Knöpfe sind schön aus Aluminium gefertigt. Das ist wunderbar. Dann hier auf der rechten Seite haben wir einmal den Einschub für die SIM-Karte, der ist hier. Dann natürlich Lautsprecher, USB-C-Anschluss, noch ein Lautsprecher. Gehen wir weiter rum, hier auf der Kante, also unten rechts quasi, ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Da könnt ihr die alten Kopfhörer noch anschließen, wenn ihr noch welche mit Kabel habt. Hier unten ist so ein Pin-Connector. Ich denke mal, der wird, ich habe es nicht benutzt, aber für sowas wie Tastaturen und sowas da sein, ne, wo man den dann hier anstöpseln kann. Und ein zweites Mikrofon haben wir hier auch noch und auf der linken Seite gibt es dann lediglich die beiden Lautsprecher, also insgesamt 4 Lautsprecher. Ja, dann haben wir natürlich unser großes Display. Ich habe hier immer noch die Folie drauf. Ich habe die ganze Zeit einfach mal drauf gelassen und wir haben hier noch eine Frontkamera und natürlich auch noch eine Heckkamera, Rückseitenkamera nennt man das, mit LED-Blitz. Ja, zu den Kameras etwas später. Wir legen mal los. Ich schalte das Display ein. Ihr habt es gesehen, hier wurde jetzt mit meinem Gesicht entsperrt. Das funktioniert, wenn das Licht gut ist, auch sehr zuverlässig und ordentlich. Wenn es dunkler wird, dann klappt das nicht mehr so gut. Dann haben wir hier unser Display. Ich habe die Helligkeit hier schon auf maximal hochgeschraubt. Habe hier natürlich meine Scheinwerfer. Ihr seht die Reflektionen, aber das wird ordentlich hell, wenn man drinnen ist. Ja? Also draußen für am Strand rumzuliegen, da könnte das Display dann vielleicht doch ein bisschen nicht erschrecken. Hier die Kratzer, die sind hier in die Folie reingekommen. Also wenn man hier dann am Strand liegt, dann wird es wahrscheinlich nicht hell genug werden. Aber so macht das Display echt einen schönen Eindruck. Da habe ich gerne drauf geschaut. Auflösung ist schön, man sieht keine Pixel. Alles wunderbar soweit. Auch die Bedienung, die geht hier schön flott und flüssig vonstatten. Also ich habe hier so gut wie nie Ruckler irgendwo drin gehabt. Außer jetzt mal hier in so einem Feed, ne, wenn er ein bisschen langsam nachlädt
Das liegt aber mehr am WLAN. Also die Bedienung hier bei dem Gerät, die ist echt einwandfrei, macht Spaß. So soll das sein. Gehen wir mal in die Einstellungen rein. Gehen wir da flott runter. System. Dann könnt ihr da ein bisschen was sehen über das Tablet. Was haben wir da? Sogar Dual-SIM-fähig, T20 Ultra. Ja, wir haben Android 13 hier drauf. Und so weiter und so fort. Gleich nochmal ein bisschen mehr zu den Einstellungen, denn da gibt es auch was Besonderes. Aber erstmal so, vom Bedienen her läuft das Ding wirklich wunderbar. Gar nichts zu motzen. Gehen wir kurz auf die Kameras ein. Ja, die sind mal wieder typisch Tablet-Kamera. Schaut euch einfach mal kurz an, wenn ich hier ein Foto aufnehme, bitte stehen bleiben, wie lange das dann dauert, erstmal, dass das gespeichert wird. Das ist ziemlich lange, wie lange der hier speichert. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum es so lange dauert, denn die Qualität, die hier rauskommt, die ist so, naja. Das hier sind die Aufnahmen, die ich eben gemacht habe. Wenn ich hier mal ein bisschen reinzoome, ja, Schnappschuss geeignet ist die Kamera. Das kann ich sagen, auch wenn es ein bisschen lang dauert mit dem Speichern. Aber so richtig dolle ist sie eben nicht. Ne? Für eine Tablet-Kamera, ja, geht sie noch in Ordnung. Ich sag mal, um mal schnell was bei eBay einzustellen oder mal flott eine Kleinigkeit auf Instagram oder Facebook oder was weiß ich wo hochzuladen. Ja, dafür ist okay, solange ihr nur Fotos macht. Aber Videos, schaut euch mal das Video hier an und hört es euch mal an. Mal ein kleiner Video- und Soundtest. Wie immer, viel erwarte ich nicht von so einer Kamera hier an einem Tablet. Aber wir schauen einfach mal. Vielleicht ist das Ergebnis ja doch besser als gedacht. Ja, also ihr seht schon, die Videoaufnahme, die ist echt grottig. Wenn hier hin und her geschwenkt wird, dann erkennt man da fast nichts mehr, dass das verwischt und da sind so richtige Schlieren, die da nachziehen. Also videomäßig ist das hier echt mal gar nichts, aber fotomäßig kann ich sagen, jo, Schnappschuss geeignet. Ist es schon ganz so schlimm, wie das Bärchen hier guckt, ist das Ganze dann eben doch nicht. Ist halt ein Tablet. Ne? Was wollt ihr da groß erwarten? Was ich auf jeden Fall hier erwartet habe, sind richtig geile Lautsprecher. Geiler Sound, das muss hier rausdrücken aus den dicken Dingern. Ja, hören wir uns doch einfach mal an auf Maximallautstärke. Ja, wie gut die Lautsprecher hier klingen. Den schönen Punkt Siri und Suchen und Siri und Suchen. Und hier seht ihr schon, hier bei dem 1731er steht auf Hey Siri achten, kommen, einschalten oder ausschalten. Und hier steht achten auf oder Hey, wann wurde er gebaut? Der Eiffelturm ist 300 Meter hoch. Ja, also erstmal zu den Lautsprechern generell. Die sind gut. Ja, die sind gut. Man bekommt schön einen Stereo-Sound von beiden Seiten, wird hier gefeuert. Das macht generell schon mal sehr viel Spaß, damit sich ein Video oder sowas anzuschauen. Das ist eine feine Sache. Wo ich den Dingern aber was ankreide, denn das Teil hier ist doch ein echt großes Tablet. Ne? Und da fehlt mir etwas das Volumen. Die klingen relativ flach. Da fehlt Volumen in dem ganzen Sound. Ich habe da ein anderes Tablet. Das hat auch vier Lautsprecher, ist aber kleiner, hat aber einen besseren Klang. Das ist mein Redmi Pad. Ihr könnt ja mal schauen, da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Das Ding klingt besser. Also das Redmi Pad klingt besser als das hier. Und das hier ist ein riesen Tablet mit 12 Zoll Bildschirm. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Maximallautstärke könnte auch noch ein Tick höher werden. Die ist schon in Ordnung, aber ich hätte mir da einfach noch ein bisschen mehr erwartet. Ja, andererseits, sie zerren wenigstens nicht so dramatisch. Ne? Das ist schon, die sind gut, aber wie gesagt, es ist hier ein Ultra-Tablet. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr Volumen und ein bisschen mehr Fülle, also Lautstärke meine ich jetzt mit Volumen und ein bisschen mehr Fülle im Klang, dass das noch ein bisschen satter einfach rüberkommt und nicht ganz so flach, wie der Sound hier rauskommt. Also da muss ich ein bisschen dran rummotzen. Wo ich aber gar nicht dran rummotzen kann, ist an der Performance beim Spielen zum Beispiel. Ich spiele mal eine kleine Runde mit euch Into the Dead und dann seht ihr schon, das Ding rennt. Ich habe die Grafikeinstellungen auf maximal eingestellt. Viele Tablets fangen dann ja an zu ruckeln dabei oder auch Smartphones, die jetzt nicht so teuer sind. Die bekommen das nicht hin mit der maximalen Grafikauflösung. Aber hier, das Doogee T20
T20 Ultra, das ganz ohne Probleme spielt hier alles auf maximaler Helligkeit. Aber es wird ja auch so ein bisschen als Gaming-Tablet verkauft. Muss es das auch können? Ja, und kann es auch. Also Gaming, egal ob 3D, Casual, was auch immer, da werdet ihr das Teil nicht so schnell an die Grenzen bringen. Das ist wirklich gut hier an der Stelle und ich habe immer gerne hier drauf gespielt. Tja, und wenn man spielt, dann wird ja hier auch viel RAM gefressen und dafür gibt es ja hier Hybrid Memory, das wird ja hier schon auf der Packung erwähnt, so ein bisschen fehlleitend, 32 GB RAM. Und genau hinschauen, dann steht da 12 GB plus 20, heißt für uns, wir haben hier 12 GB RAM richtig verbaut drin. Ja, so viel steckt drin und über diese Hybrid Memory Funktion könnt ihr dann noch ROM zu RAM umwandeln. Hier könnt ihr das dann zuschalten, hier 8 GB. Oder, ja, man muss immer neu starten dafür, das machen wir jetzt aber nicht. 12 GB oder eben 20 GB, Gott spiegelt das alles hier, kann man hier noch extra zuschalten, wenn man echt ganz viele hungrige Apps und sowas im Hintergrund offen hat, damit hier nichts geschlossen wird. Also, da haben wir die Möglichkeit, den RAM noch etwas zu boosten. Ja, und was soll ich sonst sagen? Das Ding ist ein schönes, schönes Tablet. Gerade das große Display, das ist ein super großes, schönes Display. Damit habe ich super gerne mir Videos angeschaut. Noch besser wird es dann, wenn man das Ganze mit, wenn man jetzt wirklich sich einen tollen Film anschaut, das Ganze dann mit Kopfhörern schaut. Wobei, wie gesagt, die Lautsprecher sind in Ordnung. Ich jammer hier schon auf hohem Niveau. Frontkamera reden wir nicht drüber, ne? Die ist noch schlechter natürlich als die Rückkamera. Aber um mal hier eben per Gesichtserkennung das Display zu entsperren, dafür ist es in Ordnung. So, jetzt hat er mein Gesicht und fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Die großen Pros für das Tablet, das große Display, der gute, wenn auch nicht so gute Klang, wie er sein sollte. Dann die LTE-Funktion, dass ihr hier noch mal eine SIM-Karte reinpacken könnt und ihr könnt das Teil von unterwegs nutzen, unterwegs Videos schauen, streamen, was auch immer ihr wollt, so viel die Daten hergeben, das ist auch klasse. Die allgemeine Performance und Bedienung, da gibt es nichts zu meckern, absoluter Pluspunkt für mich. Die kleinen Negativpunkte sind zum einen, wie bei den meisten Tablets eben, die Kamera zum einen und auch gleichzeitig nochmal die Lautsprecher, ein bisschen mehr Wumms könnten sie noch haben. Aber wenn ich das mal vergleiche jetzt hier mit einem iPad, vom monetären, vom Preis her, dann ist das hier wirklich preis-leistungsmäßig ein sehr gutes Teil. Es ist nicht immer so leicht zu finden. Ich muss mal schauen, ob ich es auf Amazon gefunden habe oder wo ich euch das hier unten verlinken kann. Es ist leider nicht ganz so leicht überall zu bekommen bei uns. Allerdings, wer es bekommt, wer ein großes Tablet haben will zum Videoschauen, Gamen und mit einer flotten Performance auch für unterwegs, wenn man das große Ding dann natürlich tragen will, jo, hier, zugreifen. Ihr wisst jetzt, für Fotografen ist es nichts, aber wer fotografiert schon hier mit einem 12-Zoll-Tablet rum? Ja, ich hoffe die wenigsten. Ansonsten, jo, ist das Ding hier schon echt cool. Also die Farbe, wie gesagt, nehmt kein Schwarz, sieht einfach ein bisschen siffig aus nachher. Ja, also das war mein Langzeit-Review zum Duji T20 Ultra. Geiler Name und ein echt, wo bin ich denn hier gelandet, ein echt schönes, schickes Tablet, das ich gerne genutzt habe. Also, das wäre es gewesen. Link in der Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer MeAppleCat.